herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 22. Ich war jetzt gerade schon mit Milo draußen. Was fiebst du mich schon wieder an, du kleiner Mann? Der denkt irgendwie immer, wenn wir vom Gasti nach Hause kommen, dass er dann einen bekommt. Aber, nö, ich sehe das gar nicht ein. Du kannst erstmal dein Futter fressen. Wo ist dein Futter? Lauf mal zu deinem Futter. Wie dem auch sei, ich habe noch nicht gefrühstückt und kriege langsam richtig Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal was machen. Ich glaube, heute trinke ich nur wieder meinen Shake. Aber nee, Mist. Ich habe keine Haferflocken mehr. Das ist natürlich schlecht. Jetzt muss ich mal gerade improvisieren. Ich glaube, heute möchte ich echt mal so ein bisschen deftiger frühstücken. Normalerweise frühstücke ich ja immer süß eigentlich. Aber irgendwie habe ich so Hunger. Wahrscheinlich, weil ich schon draußen war. Deswegen gibt es heute mal ein etwas deftigeres Frühstück. Ich koche mir hier gerade ein Ei, beziehungsweise zwei, weil eins ist leider da drin kaputt gegangen. Und dann habe ich hier einmal ein Brot mit vegetarischer Mortadella und einmal eins mit Marmelade. Und dazu trinke ich auch noch diesen Smoothie. Milo, du hast irgendwas in der Nase kleben. Was hast du denn da gemacht? Wo kommt das an deiner Nase her, Milo? Erzähl mal. Mach das mal weg. Hi. Jetzt hast du es weggemacht. Sehr schön. Ich wollte euch übrigens auch noch was erzählen. Ich hatte ja gestern Abend den Vlog beendet, wo wir da vor dem Computer saßen. Und ich hatte ja mein Video geschnitten und ich hatte ja auch schon Montag 8 Stunden lang mit der Kathi ihr Video geschnitten. Und da hatte ich ja schon so Kopfschmerzen. Auf jeden Fall war ich ja dann gestern wieder sehr viel am Computer und habe dann, nachdem ich den Vlog beendet habe, den Vlog geschnitten. Und auf einmal habe ich hier in der Stirn, so richtig hier vorne hinter den Augen, wie so Krämpfe im Gehirn gekriegt. Also es hat so weh getan, also so krasse Kopfschmerzen hatte ich noch nie in meinem Leben. Meine Mutter meint, es wäre wohl eine Art Migräne gewesen und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass es vielleicht daher kam, weil ich so lange am PC gesessen habe und halt die ganze Zeit Videos geschnitten habe. Und ja, ich muss jetzt eigentlich mein Video für heute, also für Mittwoch jetzt halt, fertig schneiden, aber ich habe voll Angst, mich jetzt an den PC zu setzen. So, mein Video ist fertig und lädt jetzt hoch. Ich muss jetzt noch das Thumbnail machen, aber in der Zeit mache ich mir jetzt erstmal einen Tee. Heute mache ich mir den süßen Bratapfeltee. Ich glaube, der ist auch von... Oh, nicht wegschmeißen. Mit einer Hand. Ich glaube, der ist auch von Messmer oder Teekanne, eins von beidem. Und jetzt wollte ich euch nochmal meine coole Tasse zeigen. Hoffentlich habe ich sie richtig gemacht. Verändert sich. Oh, falsch rumgehalten. Mist. Ich habe jetzt schon ein paar Stündchen nicht mehr gevloggt, weil ich natürlich wieder ewig lang am Computer saß. Ich habe mein Video fertig geschnitten, das Thumbnail gemacht, dann habe ich zwei Verlosungen ausgelost, die Gewinner angeschrieben. Ich war duschen und. Ja. Es ist inzwischen genau 16 Uhr. Auf jeden Fall sind Philipp und ich jetzt gerade unterwegs. Wir haben jetzt einen Termin. Und kämpfen uns jetzt gerade durch den Stadtverkehr. Ich hoffe, wir kommen noch pünktlich. Heute sind wir mal zusammen, Gassi. Und es ist schon wieder voll dunkel. So ätzend immer im Winter, finde ich. Es zieht einen auch so richtig runter. Man hat immer das Gefühl, die Tage werden nur so kurz und man könnte jetzt einfach schon ins Bett gehen. Also ich könnte mich jetzt zu Hause einfach nur hinlegen und dann gleich schlafen gehen. Und im Sommer denkt man um 5 Uhr, boah, der ganze Tag ist ja noch da. Man könnte noch so viel unternehmen. Wir sind jetzt noch in Rewe gegangen, weil der gute Herr unbedingt etwas anderes außer Gemüse essen möchte. Moment. Also so stimmt das ja nicht. Doch. Ich habe keine Lust, immer das gleiche Gemüse mit der gleichen Beilage zu essen. So, die Wahl fiel auf Tomaten-Käse-Makaroni. Ich bin gespannt, ob es schmeckt. Wenn man sich im Einkaufsladen verloren hat. Wo ist er? Wo ist er? Da auch nicht. Da auch nicht. Jetzt reicht es aber, jetzt sind wir gleich am Ende. Der auch nicht. Der auch nicht. Alles der Falsche. Hä? Wo
Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Hallo? Ah, da ist er. Ich hab's gesucht. Oh Gott. Ein neuer Tag. Ein neues Türchen. So, machen wir mal hier. Oh oh, ich sehe was. Ich sehe was. Schildung. Das ist es. Ich kann nichts sehen. Ja, ich auch noch nicht so genau. Deine roten Hände sind im ja, Weg. Es tut mir auch sehr leid, dass ich immer so rote Hände habe. What is that? Sieht aus wie ein Duschgel. Eine Cleansing Matte Mask. Also quasi eine Matschmaske aus toten Meermineralien. Cool. Für Männer. Doch, da freue ich mich. Ich mag sowas. Yay. Yeah. Der andere wurde noch nicht einmal mal Beachtung ja, wann geschenkt. Denn auch. Ich mach das im Urlaub nächste Woche. Geil. Wer hat jetzt Hunger? So, unser Essen ist ja jetzt fertig und wir wollen dabei was Neues anfangen. Und zwar The OA. Das soll nämlich ganz gut sein. Das ist eine neue Serie. Und da wollen wir jetzt mal den Pilot anschauen. Wir haben jetzt zwei Folgen von der Serie angeguckt und ich finde die bisher ein bisschen komisch. Philipp findet die toll, die Serie. Ja. Warum? Das ist mal was anderes. Kein Krimi, kein nichts, sondern das komplett eine ganz neu ausgedachte Art von Story. Und eine von vielen. Hör auf zu gern, hab ich auch gern. Ja, du bist mir sympathisch. Oh, schön. ja, also keine Ahnung. Ich fand es bisher noch ein bisschen komisch. Man versteht halt noch nichts, vielleicht liegt es daran. Aber ja, wir werden es glaube ich mal weiter anschauen und dann mal gucken, ob das sich noch irgendwie so auflöst. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die Serie auch schon gesehen habt, wie ihr die so findet. Und nicht spoilern, hat er gerade gerufen. So, wir sind ziemlich müde. Ich werde jetzt diesen Vlog schneiden. Philipp muss auch schon wieder 4:45 aufstehen. Deswegen gehen wir jetzt schlafen und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen mit einem neuen Vlog wieder. Tschüss! So Leute, ich wollte euch auch nochmal gute Nacht sagen. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Vlog von mir. Tschüss!